Hallo meine Lieben, willkommen zum Part 7 von Skyrim 2013. Wir stehen hier mit, wir meine ich, Sienna, Kitiara und Lydia. Willia ist nicht mehr dabei, die wurde nach Hause geschickt zum Putzen, Kochen, Bügeln und Waschen. Dafür ist Kitiara dabei und wir sind jetzt im Gewölbe Fulguntur und auf der Suche nach Dainas Wählen. So, den Geräuschen nach erwartet uns eh schon etwas Ungutes, aber was soll's? Froh Gemut. Ja, weiter. Da war ich schon vorhin. Ach, Lydia, Tollpatsch, komm. Dieses Rätsel kenne ich doch. Aber scheinbar hat unser guter Dainas alles schon gelöst, von den Rätseln her. Aber mitgenommen hat er nicht viel. Schaufel. Aktiviere Säulen. Brauchen wir nicht. Ist schon alles passiert, aber ich wollte gerade sagen, das schaut... Und raus hier. Ja. Ach Gold, 15 Pfeile, das lobe ich mir. Da kann ich wieder sinnlos in der Gegend rumballern. Aber ich habe ja auch gemerkt, ich muss irgendwie mehr Mädels. Mädels! Geht das schon wieder los? Rein mit euch! Zapp! Okay. Ja, ja. Komm zu Papa. Ups. Der ist etwas besser beieinander. Du haust mich. Du haust mich auch nicht mehr. Okay. Und wieder eine Kette. Jetzt habe ich... Bist du irre? Ich wollte gerade sagen, stirb, aber einem Untoten stirb zu sagen, passt irgendwie nicht. 16 Pfeile! Die Pfeile hätte ich in eins der früheren Missionen gebraucht, als ich noch Assassin-Quest gemacht habe. Da gingen mir die Pfeile nämlich dauernd aus. Eisenbahn. Interessant für Magier, die gerne mit Feuer spielen. Diese rötlichen Pfützen hier, was ihr da seht, könnt ihr entflammen. Und dann gibt es Trauger am Spieß. Und die findet ihr eigentlich in jedem Dungeon. Ja, damals war Benzin noch billig. Leinentuch, du mich auch. Okay, ich denke, abgegrast ist es. Oder wenigstens das meiste. Aber jetzt wird... Eisenrüstung. Geld. 39. Nee. Gewicht 14. Wiegt es schon mehr als ich? Fast. Hier geht's weiter.
Erstmal schauen, kommt keiner. Also ich muss schon sagen, nicht sehr fortschrittlich. Hier unten. Eisen, Stahl, ich brauche was zum Verscherbeln. Schnell speichern, gut. Und... Tollpatsch. Wo komme ich hier wieder raus? Also irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, ich war hier schon mal. Und da sich eigentlich kein Dungeon exakt mit dem anderen vergleichen lässt. Okay. Ah ja. Unser Ziel oder fast unser Ziel. Hey, mit dem Silber, du brauchst es nicht mehr. Ich komme gleich zu dir, dein Ass. Was haben wir denn? Zauberbuchraserei, seine Elfenbeinklaue und seine Aufzeichnungen. Okay, dann lesen wir mal. Objects und Books. A, B, C, D. Deinas, deinas, deinas. Da haben wir. Ich habe doch noch gar keine gefunden. Spinnt der? Okay, wie fasst man ein der Forschung gewidmetes Leben in wenigen Worten zusammen? So wenig von dem, was ich gelernt habe, ist jetzt noch von Bedeutung. Die politischen Winkelzüge längst vergangener Zeiten, die jahrhundertelange Kampagne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Galdus Namen aus den Geschichtsbüchern zu löschen. Ich weiß nicht, was uns in Fulguntur erwartet, also schreibe ich hier die wahre Geschichte auf, soweit ich sie zusammenstücken konnte. Zu Anbeginn der ersten Ära war der Erzmagier Galdur im ganzen Norden hoch angesehen. Weisheit, Wohlstand, Ehre und Macht, all dies besaß er. Und selbst Yskramors Erben suchten seinen Rat. Galdurs drei Söhne, die es nicht ertrugen, stets in seinem Schatten zu stehen, waren darüber voller Hass und Bitterkeit. Sie begehrten Macht und Ansehen ihres Vaters. Und schließlich entdeckte Jürik, der älteste Sohn, deren Quelle, ein mysteriöses Amulett, von dem er sich nie trennte. Zusammen heckten sie den Plan aus, ihren Vater im Schlaf zu töten und sein Amulett unter sich aufzuteilen. Und so geschah es. Das kennen wir doch aus vielen, vielen, vielen Opern, Operetten, Shakespeare und so weiter. Von ihrer neu entdeckten Macht berauscht, legten die Brüder die umliegenden Dörfer in Schutt und Asche. Das Gemetzel war so groß, dass sich der Großkönig selbst einschaltete und einen Trupp Kampfmagier ausschickte, angeführt vom Erzmagier Geilmond, um die Brüder zu bezwingen. Und nach einer verheerenden Schlacht traten die drei die Flucht an. Mikrul, der Jüngste, wurde in Fulguntur aufgestöbert, den uralten Grabhügeln am Fuße von Einsamkeit. Und obgleich er drei Tage und Nächte kämpfte, wurde er schließlich überwältigt und dort begraben. Seine Krypta versiegelte man mit einer Elfenbeinklaue. Geilmond verfolgte Jürik bis zu den zerschmetterten Grüften von Sartal, die auch damals schon halb begraben waren. 10 altgediente Zauberer fielen Jüriks Elementarmagie zum Opfer, aber er konnte nicht alle bezwingen. Und so fiel auch er und wurde in der Ruinenstadt eingeschlossen.
Und schließlich wurde Sigdis in der südlichsten Region von Himmelsland umzingelt. Er forderte Fürst Gaimund zu einem Duell heraus, denn er wusste, dass dessen Ehre ihn zur Annahme verpflichten würde. Und sie trafen im Kampf aufeinander. Einander an Stärke ebenbürtig und fielen beide auf dem Feld vor Ivarstad. Der Großkönig befahl, am See ein Grab für Gaimund zu errichten, das immer noch seinen Namen trägt, und er ließ Sigdis darin einschließen, auf dass er ewiglich von dem bewacht werde, der ihn einst tötete. Gauldur selbst wurde in einer Höhle begraben, die nicht weit von der Stelle entfernt ist, an der sein Turm sich einst erhob, an einem Ort namens Wasserwindfelsen. Und als dies geschehen war, gab König Harald einen... Harald. Einen Erlass heraus. Der Name und die Taten Gauldurs und seiner Söhne sollten aus allen Aufzeichnungen und allen Chroniken getilgt werden. Unter Androhung der Todesstrafe durften sie mit keinem Wort erwähnt werden, auf das niemand versuchen würde, das Amulett zu bergen, das unter solchen Opfern weggesperrt worden war. Und so geschah es. Doch ein kleiner Teil überdauerte die Jahrhunderte. Genug. 4000 Jahre sind seither vergangen und die Gräber sind nach wie vor versiegelt. Die Fragmente von Gauldurs Amulett liegen darin verborgen. Seit dem Tag, an dem ich das Gerücht zum ersten Mal vernahm, fühlte ich seine Macht. Es ruft nach mir, zieht mich zu sich hin. Ich werde derjenige sein, der es zurückholt. Es wiederherstellt, es erneut in die Welt hinausträgt. Ich muss es haben. Ich muss. Okay, das war's. Close the door. Nehmen wir's mit. Kann ich, glaube ich, gar nicht. Ach, ich hab's doch schon. Gut. Haben wir noch was? Eine kleine Laterne. Nein. Okay, where do we go now? Da weiter? Ich glaube nicht. Aber wozu haben wir eine Map? Jawohl, ich glaube, das war's. Und es geht zurück nach Himmelsland. Oder war ich da hinten noch? Schauen wir mal. Nö, alles okay. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Aber da geht's nicht so hin. Okay, ich versuch's nochmal. Bitte nicht die Geduld verlieren, aber... Als freier Unternehmer, Söldner, Assassine und so weiter. Ja, genau. Falltür. Aktivieren. Hallo. Ja, was wollte ich sagen? Als armer Söldner, fleischhaftender Künstler sozusagen, muss man jede Kohle mitnehmen, auch wenn es nur 5 Goldstücke sind, um die kleinen Kinderlein daheim zu ernähren. Da waren aber 2, oder? Täusche ich mich. Naja, den haben wir auch kleine rein. Ja, ja. Wer, du mich auch? 8 Gold? Es riecht nach mehr. Du auch? Elf Gold und wieder 16 Pfeile. Das hier ist die Gruft der 16 Pfeile. Fast jeder hat eins. Beschädigtes Buch. Also, die zapselt mit den... ja, grüß Gott. Have a taste of Kiara. Ja, der ist schon tot. 2 Gold. Juhu. So, jetzt geht's wieder los.
Welche Hebel aktivieren sich am besten? Juhu! Da müsste aber hier wieder eins aufgehen. Der. Und... Fuck! Entschuldigung. Aber wo ist das denn? Na also. Auf geht's, Mädels. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich übrigens einen trockenen Mund von der langen Vorleserei. Bin mir schon vorgekommen wie der gute Märchenonkel, der den kleinen Neffen was zur guten Nacht liest. War zwar eine böse Geschichte um Tod und Mordschlag. Mord und Totschlag, Tod und Mordschlag, also... Da oben war eine Truhe. Also das lasse ich mir nicht entgehen. Truhe, Truhe, Truhe. Tod. Tod, Tod. Wo ist die Truhe? Da ist sie. Der kommt aber noch. Wetten? Ja, ja. Beinahe. Ich glaube, da kommt auch noch was raus. Deswegen vielleicht in den Kriechgang, den Wundertrunk. Ja. Granat und Gold. Und. Gut, dass wir in Deckung gegangen sind, gell? Ich glaube, Indiana Jones würde sich in die Hosen da machen. In solchen Gewölben. Da kann man nur durch so. 13 Gold. Yes, Sir. Du? Auch 13. Gut. Brav. Auch schon tot. Okay. Mädels, geht's euch gut? Ja. Also, irgendwas ist daher noch. Aber es sollte uns jetzt Wurst sein. Okay. Hab ich mich jetzt verirrt? Nichts tot? Ja, hier war's. Oh, und? Wer ist der beste Freund des Gelegenheitsspielers? Na? Nein, nicht Charlie Harper, sondern F5. Und da liegt was. Zwergenkriegshammer. Und jetzt habe ich wieder zu viel. Es fällt mir ein, ich habe Willia ja weggeschickt. Die hat noch einen Großteil meiner Sachen. Want to buy me a drink? I need your assistance. Let's trade some things. Do I look like a pack mule to you? Ich sage dir jetzt mal, yo, Mädchen. Lecco mio, das sind ja 10.000 und nochmal 10.000. Du bist ja eine... Das will ich jetzt aber nicht, aber du bist ja eine gute Partie, Süße. Okay, trag mir mal... den Hammer. Die Triple X. Ich glaube, da kann jetzt wieder genug tragen. Lass uns heiraten. Mit der Kohle könntest du auch um einiges hässlicher sein, wetten? Okay. Genug geflaxt. Hier geht's glaube ich eh nicht mehr weiter, oder? Doch, hier. Hier, hier, hier. Ah! Kommt noch was? Ich glaube schon. Irgendwas macht seltsame Geräusche. Ach Gottchen, wieder ein Trauger. 7 Gold ist eigentlich lächerlich, nachdem ich gesehen habe, dass Kitiara... Yes, das da.
nachdem ich gesehen habe, dass Kitiara so gut bestückt ist, also finanziell gesehen. Ach ja, was mache ich jetzt? Ich mache F5 und sage, keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich denke wieder um die 20 Minuten und deswegen bis Teil 8. Wir sehen uns. Namaste.